Ja, Hallöchen, Popöchen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge. Ahoi Matrosen, Pirat Horst, die meldet sich zu Dienst. Leute, es geht weiter mit der nächsten Folge von New Worlds. Ich muss da die letzte Kiste finden oder irgendwas. Die letzte Kiste von den rundgeschliffenen Steinanhängern, die muss ich auf jeden Fall finden, dann abgeben. Aber wo soll denn noch welches sein? Vielleicht hier drin? Ja, da, Leute. Ja! Pass geschafft! Jo. Da haben wir das. Super. Ich will, dass es mir gehört. Sprich mit Thekla Petrovsky. Wo soll denn der sein? Boah, der ist weit weg. Aber da kann ich noch weitermachen. Stelle dich für Überlebenskünstler Lee, Meister Henry und verlorenen Braten am Ort Steinzahnterrasse. Was? Ja, lass mich einfach in Ruhe. Gibt's ja nicht sowas. Wow, da ist ein Krokodil. Ein Krokodil. Nö, will ich nicht. Ja, dann marschiere ich einmal da drüber, weil das ist gar nicht so weit weg, weil sonst muss ich wieder Kilometer rennen. Verbinde ich gleich, Leute. Ja, nächste Folge hier. Und das ist es auch in dieser Aufnahmesession. Die letzte Folge, ja, ist so. Ja, würde mal sagen, das mache ich noch, die zwei Sachen. Eine Sache ist schon fertig, die andere mache ich jetzt, und zwar Vorratsbeschaffung. Dann werde ich das auf jeden Fall machen. Da drüben vielleicht? Ja, das werde ich nicht looten. Nö, das werde ich jetzt mal nicht machen. Wie viel Gold habe ich eigentlich schon? 2167 Gold, okay. So, dann irgendwie... Da drüben, ja. Da drüben dürfte das sein, wo ich hin muss. Weil der Marker kommt immer näher. Na bitte. Oh, da geht's zu. Was ist denn das für eine Landmarke? Töte verlorene Steinzahnpiraten. Nein! Da, servus. Ah, du bist der Erste. Du triffst mich nicht. Zack, dankeschön. So, den ersten habe ich getötet von 10. Na bitte! Das sind Piratinnen. Attributspunkte verfügbar. Mache ich nachher, jetzt will ich nicht. Töte Meister Henry. Wo sollte denn der sein? Naja, macht doch nichts. Ich mach mal da. Der ist sicher schwer. Der Meister Henry. So, 3 von 10, na bitte! Steinzahn beraten. Sehr gut. Ah, da haben wir ein Zettelchen. Lese ich gleich. Tavernenvorräte, Elisabeth. 15 Krüge, genau wie erbeten. Ich habe dem Gepäckträger einen hölzernen Streitkolben und einen neuen Mantel gegeben, damit er sich auf seinem Weg zurückverteidigen kann. Der arme Kerl hat die Reise hierher nur mit Mühe überlebt und die Untoten haben seine Kleider völlig zerfetzt. Du solltest wie Tapton in deine Lieferanten etwas mehr investieren, Elisabeth. Sonst werden deine Vorräte irgendwann einmal wirklich gestohlen. Jetzt, da die Piraten auf den Geschmack meiner handwerklichen Fähigkeiten bezüglich Trinkgeschirr gekommen sind, fürchte ich, dass sie meine Träger bei der nächsten Begegnung sofort gierig angreifen werden. Flores. Okay. Ja, das ist passiert. Naja, Leute. Ist einfach leider so. Aua! Dankeschön. Nummer 5 von 10. Jo! Ah, da haben wir eine Vorratskiste. Gerbstoff und Kreuzstich. Ist da noch was draußen? Nö, ist nicht. So, zack, 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 zack. So ist das. So, da sind weitere Piraten. Ah, die haben wieder gespawnt, oder wie? So, zack. 6 von 10. Schildwache, wo ist denn der komische Typ da? Den ich töten muss. 7 von 10.
Nö, das ist nur die. Ja, bin schon wieder da. Ja. Ich muss nämlich den Meister Henry töten, Leute. Der wird da irgendwo oben sein, schätze ich mal. Hihi. Zack, Dankeschön. 8 von 10. Weiter, nächster. Wer ist denn das? Berserker. Leute. Zack, Dankeschön. Nächster. 9 von 10. Was haben wir da eigentlich? Beute. Durchnässter Speer des Kai. Keine Ahnung was. Des Kai nix. Leute. Da ist der nächste. So, der letzte. Passt. Wo und wo soll nachher der Meister Henry sein? Zack, fertig. Meister Henry, wo bist du? Da oben irgendwo wahrscheinlich. Dann muss ich zu ihm. Tut mir leid, ich muss zu deinem Herrn und Meister. Leute, ich habe mich festgepackt. Was ist da? Achso. Nimm mir den jetzt ja nicht weg, du Vogel, weil sonst habe ich dich. Ich will den Meister Henry haben. Nö, der ist ja irgendwo anders, Leute. Da drüben irgendwo. Da ist ein Brief. Den lese ich. Ein verrücktes Weib. Ah, nö. Den lese ich jetzt nicht. Weil sonst nimmt man der nämlich den Henry weg. Wo soll der sein, der Henry? Ja, den nimmt man eh schon weg, ne? Da ist er. Da ist er eh schon. Aua! Wahnsinn, jawohl, und tschüss, super, ja, das ist genial, Leute, ja, Wahnsinn, Reise nach Langschatten-Enklave, töte verlorene Langschattenpiraten, Leute, also den haben wir auch besiegt, na bitte, ist das genial, so, dann haben wir das einmal, gut, das ist aber weit weg, Leute. Das ist aber weit weg. Haben wir da noch irgendwas? Nö. Rauf hier. Rein hier. 386 Schritte oder Meter. Da bin ich eh gleich da. Reise nach Langschatten-Enklave, okay? Wo soll das sein? Was ist mit dir? Hä? Lass mich in Ruhe! Was sag du? Ulrike Unicorn, welche Level hast denn du? 21, so wie ich, hey cool! 290 Meter, bin gleich da! Aua! So. Kenner Helden. Ich glaube, du bist da vielleicht noch ein bisschen zu früh. mit einer 12er Stärke hier in der Gegend. Das ist ein bisschen gefährlich. Achso, das ist eh. Ist das nicht eine 12er Landmarke? Kann eh sein. So, nach Langschatten-Enklave. Töte verlorene Langschatten-Piraten. Das wird ja wahrscheinlich eh da sein, schätze ich mal, oder? Ja, passt. Super! Dann haben wir da den ersten. Hallo, Mars. Magst du mein Handy haben? Das muss eh irgendwo da.
Ah, da habe ich ein. Oh, hat der Gnade, wollte ich jetzt sagen. Nö, nö. Da habe ich, da drüben habe ich einen Schnellreisepunkt. Aua. So, 2 von 10. Langschattenenklave, na bitte. Zack, nächster. Da ist der nächste. Aua, aufpassen! Das ist auch so ein starker Gegner, Leute. Na, da erwischt mich nicht. Dankeschön. Haha, Wahnsinn! 4 von 10. Okay, da ist keiner mehr. Das ist nicht gut. Nö, ist nicht gut. Ah, Kiste. Nehme ich die mal. Vorratslager. Lösungsmittel und Piratenrevolverheldenhurlen. Was, was? Da oben auch einmal schauen. Das ist ein großes Dorf hier. Zack, Dankeschön. 5 von 10 und Vorratskiste. Super. Jo, gut. Kreuzstich und keine Ahnung was. Zack, weiter geht's. Bumm. Da drüben ist ein Schnellreisepunkt. Aber vorher werde ich mir noch die letzten 5 holen, Leute. Du gehörst mir. So, 6 von 10. So, dann haben wir noch da oben. Nö, da haben wir niemanden mehr. Da war ich ja gerade vorhin. Servus, wer bist du? Achso, die Ulrike. Uli! Boing! Zack. Und weg damit dir. 7 von 10, Leute. Da ist ein wieder so ein starker. Lass die Uli in Ruhe. So, zack, super. 8 von 10. Neun von 10. Ich habe eine Kiste, die plündere ich gleich. Ha, Leute! So. Kreuzstich. Und jetzt noch einen, den mache ich da. Passt. Gut. Dann habe ich das auch einmal abgeschlossen. Abgeschlossen, abgeschlossen. Alles ist abgeschlossen. Was? Fertig. Passt. Okay, wo haben wir denn jetzt den Schnellreisepunkt hier drüben? Die kämpft da, die Uli. Ulrike. So, da drüben ist irgendwo der Schnellere. Da sehe ich schon der blaue Strahl. Den habe ich noch nicht freigeschalten, glaube ich. Kann das sein? Kann das sein? Ja. Super. Schnellreiseschrei. Neuer Schnellreisepunkt aktiviert. Der ist nämlich da, Leute. So, kann ich da jetzt irgendwo hin? Ich könnte sogar schnell reisen. Jetzt kann ich es auf einmal, Leute. So, da haben wir Schloss Immerfall. Königsfels. Schloss Königsfels. Ah.
Hier muss ich hin, Leute. Immerfall Hauptstadt. Mal Schnellreise, Leute. Jetzt kann ich's ja. So, Ort Schnellreisen. Jetzt kann ich auf einmal reisen. Vielleicht kann man nur von Schrein zu Schrein reisen. Ist das vielleicht möglich? Keine Ahnung. Ja, es wird wieder laden. 5 Stunden, 46 Minuten. Ach, Leute, egal. Wir kommen in Folge 570. Wahnsinn, echt. Oh. Ahoi, Matrosen. So, da bin ich eh schon wieder. Gut. Jo, dann mache ich das mal. Gut. Die ganzen Sachen hier abschließen. Das ist toll, das ist leiwand. Ich bin in Immerfall jetzt. Genau da war das ja zum Abgeben, in Immerfall. Da ist er ja schon. Gut. Tekla Petrov, Odnelli, nö, das ist der Vorratsbeschaffung für Odnell. Du hast Meister Henry eine Abreibung verpasst, nicht wahr? Hoffentlich steht der Mistkerl nicht mehr auf. Ich überbringe Tekla die frohe Kunde. Vielen Dank für deine Hilfe. Abschließen, super. So, sprich mit Tekla Bedrowski. Hast du noch was für mich? Oh, einen stolzen Krieger kann ich auf den Gut. Der nächste, bitte. Wo soll denn das sein jetzt? Tekla Bedrowski. Die Ulrike ist auch da. Servus, Ulrike. Tekla Bedrowski, fertig. Du bist zurück? Und hast meine Steinanhänger im Gepäck? Ja. Gut gemacht. Ich freue mich schon darauf, sie zu untersuchen. Sehr gut. Abschließen. Ja! Leider ist es schwierig, mit dem irritierenden Überlebenskünstler hier meine Arbeit zu erledigen. Du solltest ihm unbedingt aus dem Weg gehen. Okay, belästigt er dich noch immer? Ja. Ordner Lee scheint von einem bizarren, primitiven Sinn für Humor angetrieben zu werden. Der Mann behauptet echt, ich könnte nicht für mich eintreten. Warum sollte er das sagen? Die Verderbten töteten meine frühere Freundin in der Ebenholzsteinhöhle. Mhm. Du könntest dich dorthin begeben und sie rächen. Erzähle danach Ordner davon. Vielleicht lässt er mich ja dann endlich in Ruhe. Okay, ja, okay, gute Idee. Aufgabe annehmen. So. Was zu beweisen wäre die nächste Aufgabe. So, was haben wir denn da jetzt eigentlich? Schmiede, kann ich was herstellen? Würde mal sagen... Zwei Langschwerter herstellen, die kann ich nämlich zerlegen. Weitere 77 Langschwerter. Boah, Leute! Ja, das kann ich jetzt nicht alles da machen. Da mache ich ein paar davon. Ein paar mache ich. 15 Stück oder so. Da bin ich eh schon überlootet wieder wahrscheinlich. Unglaublich. 15 Stück mache ich. So, abbrechen. So. Gut, dankeschön. Und ich werde mal die ganzen wie kann ich denn das auf einmal machen? Dass ich jetzt muss ich da jetzt jedes einzelne anklicken und zerlegen? Ich muss ja demnächst wieder Ausrüstung reparieren, nämlich, Leute.
zerlegen. Was ist das hier? Speer. Durchnässter Speer des Kämpfers. Zerlege ich auch, Leute. Brauche ich jetzt nicht. Was haben wir da? Nö, viel schlechter. Den kann ich auch zerlegen. Und diese Hose? Nö, viel schlechter. So, die zwei, die Truhen. Jawohl! Lederhose, nächstes öffnen. Langschwert des Weisen. Was haben wir da? Nö, Leute. Zerlegen. Die Hose ebenfalls. Aber da sieht man eigentlich, wie gut ich schon ausgerüstet bin. Fertig. So, ihr Lieben. Die Folge ist gleich wieder vorbei. Würde man sagen, Immerfall. Behausung. Wie viel kosten wir denn die? Die würde mich kosten 7500. Boah, das ist so viel. Was wollte ich jetzt eigentlich? Genau, die nächsten Aufgaben annehmen. Tagebuch. Also Karte, ich kann aufrüsten. Genau, Gebietsruf habe ich noch. Immerfall. Gebietsruf wird weiter erhöht. Gebietsruf herstellen, ist mein Immerfall. Ruf zu gewinnen. Immer Ruf zu gewinnen, das ist super. Charakter, super. Stärke. Was haben wir da? Geschick. Auf 17. Intelligenz. Ja, vielleicht nebenbei, wenn ich zaubern will, einmal. Passt. So, ihr Lieben, dann lassen wir es mit dieser Folge und mit der Aufnahmesession. Es war wirklich mir wieder mal eine Ehre, hier für euch der Pirat der Stunde gewesen zu sein, ihr Lieben. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wie gewohnt wieder, mit einer weiteren Folge von New World Game Over und